Wir schreiben das Jahr 1504. Die Stadt Florenz liegt in tiefem Schlummer. Nur aus der Werkstatt von Leonardo da Vinci dringen noch geschäftige Geräusche. Meister, nun arbeitet ihr schon seit 4 Tagen und Nächten. Ihr müsst endlich schlafen. Nein, Paolo, ich darf nicht ausruhen. Du weißt, die Erfindung, meine Erfindung, ich bin noch nicht am Ziel. Wie spät ist es? 3 Mal schlug es schon vom Campanile di San Lorenzo. Ach, schon 3. Bis Sonnenaufgang muss das Werk gelingen. Meister, ich kann meine Neugier nicht mehr bezwingen. Sag doch endlich, was es für eine Bewandtnis hat mit eurer neuen Erfindung. So viele Zeichnungen habt ihr angefertigt, geheimnisvolle Metalle bearbeitet und in brodelnde Flüssigkeiten getaucht. Ich meine, wozu? Es will einfach nicht in meinen Kopf. Ach, Paolo, ich darf ja nicht darüber sprechen. Unser gestrenger Herzog hat mir Stillschweigen auferlegt. Gib mir das Stück Kupferblech herüber. Oh, ein Staatsgeheimnis? Frag nicht. Jetzt schalt den Bunsenbrenner ein. Nicht so heftig. Ja, so ist es besser. Nun, ich will dir eines verraten. Es wird eine Erfindung sein, von der man noch in den kommenden Jahrhunderten... Heiliges Blechle, warum geht die Flamme aus? Die Gaswerke, Meister. Ihr habt seit Wochen die Rechnung nicht bezahlt. Apropos, auch ich warte auf meinen Lohn, schon seit... Gedulde dich, treuer Paolo. Der gnädige Herzog wird bald wieder einen großen Beutel Goldstücke senden. Aber jetzt kommt kein Gas mehr und das Blech wird kalt. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Nein, halt ein. Ich hab dir 100 Mal gesagt, nicht in die Mikrowelle. Das physikalische Gesetz sagt, es werden immer nur die Pizzamoleküle erhitzt. Verzeiht, Meister. Oh, aber ich könnte schnell den elektrischen Lockenstab von Mona Lucrezia holen. Der ist immer heiß. Ich rufe sie an. Nein, nein. Du kannst jetzt nicht mehr nach Ferrara reiten. Geh lieber hinauf, Paolo, aufs Dach und richte die Sonnenkollektoren aus. Meister, es ist 3 Uhr in der Nacht. Scheiße. So verzagt habe ich euch noch nie gehört. Am besten, ich koche uns noch einen doppelten Espresso. Gut, Paolo. Bist ein braver Junge. Tag und Nacht nichts als Espresso. Espresso solo, Espresso doppio und zur Abwechslung höchstens mal diesen Latte Macchiato laktosefrei. Ich werde wohl sterben und die Cola-Dose nie erfinden.